Minnies verborgene Farben. Im tiefen Grün des Waldes lebte Minnie. Sie war eine graue kleine Maus. Minnie hatte Angst vor den anderen Tieren. Trotz ihrer Angst liebte sie es, bunte Blumen zu betrachten. Aber sie ging immer nur nachts raus, wenn alle schliefen. Eines Nachts hörte Minnie eine Stimme. »Spielen wir?«, fragte ein Marienkäfer. Minnie versteckte sich still unter einem Blatt. Die Sonne schien und Minnie sehnte sich nach Spielgefährten. Beim Gedanken daran, jemanden anzutreffen, zuckte sie jedoch zurück. Bald hörte Minnie Musik. Sie war leise, aber fröhlich. »Wer macht diese schöne Musik?«, dachte Minnie neugierig. Sie folgte dem Klang. Da war eine Eule, die auf einer Flöte spielte. »Komm und musiziere mit uns«, sagte die Eule. Minnie schüttelte ängstlich den Kopf. »Ich bin zu schüchtern«, flüsterte sie. Die Eule nickte verständnisvoll. Am nächsten Tag gab es ein Fest im Wald. Minnie schaute zu, verborgen hinter einem Busch. Sie wünschte sich, dabei zu sein. Ein Käfer tapste vorbei und sah Minnie. Er lächelte. »Komm und tanz mit uns«, rief er. Minnie zögerte. Die Sonne ging unter und Minnie blieb allein zurück. Sie dachte an die Einladung des Käfers. Ihr Herz klopfte. Mit einem tiefen Atemzug verließ Minnie ihr Versteck. Sie ging zögernd zum Festplatz. Alle Tiere lächelten ihr zu. Vorsichtig nahm sie teil am Tanz. Ihre Angst verflog mit jedem Schritt. Sie fühlte sich warm und willkommen. Von da an vermied Minnie es nicht mehr, rauszugehen. Sie hatte gelernt, dass Freundschaft ihre Angst vertreibt. Minnie fand neue Freunde im Wald. Sie war nicht mehr nur die graue Maus, sie war die Maus mit den buntesten Träumen. Jetzt herunterladen und jeden Tag neue Geschichten entdecken.